Mit dem Asylpaket 2 bekommen wir noch einmal schnellere Verfahren und vor allem beseitigen wir Abschiebehindernisse. Es macht keinen Sinn mehr für Flüchtlinge, ihre Papiere zu vernichten, um Abschiebungen zu entgehen. Hier haben wir inzwischen Regelungen gefunden, dass wir Ersatzpapiere in einem Ersatzpapierverfahren dann solchen Flüchtlingen geben. Das funktioniert inzwischen auch ganz gut. Wir haben im Übrigen auch, was ärztliche Attestierungen und anderes mehr angeht, die Regeln jetzt so geschärft, dass konsequente Abschiebungen möglich sind. Die Länder müssen dann allerdings das Recht, das wir schaffen, auch konsequent anwenden. Hier gibt es insbesondere für die rot-grün regierten Länder durchaus noch Luft nach oben. Wir werden für diejenigen, die im Verfahren sind und insbesondere für diejenigen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, die Residenzpflicht noch einmal schärfen. Wer gegen die Residenzpflicht verstößt, wird mit Sanktionen zu rechnen haben. Das sind zunächst einmal Sanktionen durch Geld. Wer aber besonders hartnäckig gegen die Residenzpflicht verstößt, den werden wir aus dem Asylverfahren herausnehmen und ihn sofort in seine Heimat zurückschicken. Zum Zweiten bringt das Asylpaket 2 Einschränkungen beim Familiennachzug. Das machen wir nicht aus Hartherzigkeit, den Familiennachzug beschränken, sondern wir machen es deswegen, weil es schon so viele sind. Über 500.000 Syrer können bereits jetzt Familiennachzug beantragen. Wir brauchen hier eine Atempause. Deswegen bin ich froh, dass das Asylpaket 2 nun Gesetz wird, noch im Februar, mit diesen beiden wichtigen Regelungen: Beschleunigung der Verfahren, schnellere Abschiebungen und Einschränkungen beim Familiennachzug, um die Anzahl der Flüchtlinge nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren.